Hey und herzlich Es gibt willkommen an zurück allem immer eine gute Seite. zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Ich werde hier voll gequatscht auf der Straße. Hier ist schon wieder so eine Oh, liebe der Frau. Hexer, der den die Herzogin gerufen hat. Da gibt es hier noch andere Hexer? Ich glaube nicht. Der läuft in Unterwäsche rum. Hast du die auch schon flach gemacht, Gerald? Gerald. Diese Betrunkenen sind schon witzig, ne? Okay. Dann, ups, ich habe eine alte Frau umgerannt. Gehen wir mal weiter. Und machen diese Mission. Gerald Sie geht Wäsche verspätet gucken. Sich. Warum wundert mich das nicht? Oh, da sind Lampenjungs. Liegende Lichter. Meiner Treu, Gerald. Ich wusste, ich hätte dich meinem Palastschneider übergeben sollen. Was in aller Welt hast du denn da an? Eine Rüstung? Tut vielleicht? Mir leid. Ich hatte keine Zeit, mich umzuziehen. Ich hab nichts gefunden. Was für ein Glück, dass ich das geahnt habe. Hier, zieh das Wams an. Der Schnitt ist der letzte Schrei. Oh nein. Mhm. Nicht übel. Sicher kein aufstrebender Künstler, aber immerhin. Nur noch eine Kleinigkeit. Hier, setz die auf. Eine Maske? Bei Mandragora-Soireen tragen alle Gäste eine Maske. Oh Mann, ey. Wer eine trägt, wird nicht gefragt, wer er ist. Ja, genau, man sieht auch nicht, dass dieser Typ einfach Geralt ist. Nein, diese Maske, die macht alles zunichte, ey. Aber wir sehen total gut aus. Ich hätte mir gar nicht den Stress machen brauchen, sowas suchen zu müssen. Wieso tragen die Masken? Das ist doch kein Maskenball, oder? Weißt du, warum sie Masken tragen? Oh, vermutlich, weil es so romantisch und geheimnisvoll ist. Nein, die Wahrheit ist schlichter. So weiß niemand, welche betrunkenen Adligen die Tänzerinnen kneifen. Weil man das nicht erkennen kann, wenn man eine Maske aufhat. Nein! Gehen wir, die Soiree hat begonnen. Klug von dir, die Waffen zu verstecken. Sonst hätten sie uns garantiert nicht reingelassen. Was will die von mir? Die hat mir das gegeben und gesagt, zieh das an, ich gehe sonst nicht mit dir rein oder so. Alter. Aber wir sehen so super aus. Wie sollen wir den Cintria finden? Hast du einen Plan? Hauptsache, wir machen ihn nicht misstrauisch. Erkundigen wir uns zuerst nach Cecilia. Das ist weniger verdächtig. Wenn wir sie finden, haben wir ihn gefunden. Vor allem, da er uns vielleicht erwartet. Wie meinst du das? Ich bin in der Stadt seinen Schergen begegnet. Die haben mich erkannt und wollten mir ans Leder. Ja, du hast recht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Komm, wir sind dran. Wie hält diese Maske auf seinem Gesicht? Madame, Monsieur, es ist ein Vergnügen, euch zur Soiree der Mandragora begrüßen zu dürfen. Bonsoir, Monsieur. Ich kann heute Abend ganz besonders empfehlen, den künstlerischen Darbietungen unserer Gemeinschaft eure werte Aufmerksamkeit zu schenken. Oui, oui. Lass uns einfach rein, mein Freund. Was sind das für Darbietungen? Was für Darbietungen erwarten uns denn? Heute Abend hat die Mandragora die Ehre, drei superbe Beispiele höchster Kunst präsentieren zu dürfen. Zu Beginn hat Cecilia Belante ein Konzert gegeben. Wäre ihre Stimme ein Stein, so wäre sie gewiss ein Diamant. Leider hat Mademoiselle Cecilia ihre Darbietung bereits beendet. Wie schade. Wir hätten sie gerne gehört. Zum Glück kommt ihr noch recht, um den großen Callesti zu sehen, einen Meister der visuellen Illusion. Er kommt aus dem fernen Ophir. Visuelle Illusionen, interessant. Und der dritte Künstler? Der dritte und der vierte. Es ist ein Duo,
Die Tuvenbrüder. Sie führen ihre aktuelle Pantomime auf. Wow. Uns wird auch niemand erkennen als Geralt von Riva, weil unsere Augen ja nicht mehr so aussehen durch die Maske. Wir möchten gerne mit Cecilia Belante sprechen. Bewunderer, nehme ich an. Ihr werdet gewiss Gelegenheit haben, mit ihr zu parlieren. Es wird nicht einfach sein, hier in der Menge jemanden zu erkennen. Kannst du uns vielleicht helfen? Wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich gebe euch einen Hinweis. Wenn ihr jetzt sagt, sie trägt eine Maske. Sucht die Orchidee aus Kovia. Was heißt das? Cecilia trägt eine im Haar. An der Orchidee könnt ihr sie erkennen. So was. Und da behauptet Rittersporn immer, Künstler wären arm wie die Tempelmäuse. Das Anwesen gehört ihnen ja nicht. Sie sind hier Gäste. Es gehört Orianna, der Frau in Schwarz, dort auf dem Balkon. Ich sehe sie. Warum trägt sie keine Maske? Das wäre zwecklos. Sie würde ohnehin von jedem erkannt werden. Aber Geralt nicht, oder was? Suchen wir nach der Orchidee aus Kovia. Wenn wir Cecilia finden, haben wir den Zintrier gefunden. Habt ihr gerade gesehen, wie geil die da hinten im Kreis gelaufen sind? So. Oh, ich möchte davon was. Bring zuerst dein eigenes Haus in Ordnung. Willst du mich verarschen? Ich bin hier Gast. Jetzt lass, gib mir doch was. Meine Herren, ey. Bring zuerst dein eigenes Haus. Warte mal, warum hat der Bildhauer auch keine Hose Bitte an? Bitte nicht stören. Eine falsche Bewegung und all die gemeinsame Anstrengung ist für die Katze. Na los, Geralt. Sei kenn und zeig uns den Künstler in dir. Das ist ihr Ernst? Wirf sie gegen die Leinwand. Komm und wirf mit Farmen. Wo denn? Glauben. Gute Leute, eine weitere Seele möchte ihre kreative Seite ausdrücken. So was. Du und moderne Kunst. Okay. Nun wirf das Mistding schon. Ja, wie mache ich das denn? Also, ich muss schon sagen. Da wäre noch so eine blaue. Die grüne sind das. Ich will ja nichts sagen, aber haben die das damals voll mit Spaß so gemacht? Ja, was habe ich verstanden? Ja, ich bin auch enorm talentiert. Wie kann die Farbe dahinter sein? Die wollen mich doch verarschen jetzt, oder? Ey, ich will blau. Ach, ich habe nur eine rote. So, und dann mache ich hier oben jetzt noch was dran. Das ist aber lila. Ach. Okay, da steht auch lila. Ah. Was ist jetzt mit dem blauen? Oder eine tief internalisierte Angst vor Intimität. Boah, ich bin richtig, richtig künstlerisch begabt in diesem Spiel. Bitte nicht stören. Wenn du die Farben leid bist, eine falsche wirf sie in den Eimer und nimm dir eine andere gemeinsame Anstrengung. Voila! Nun gestattet mir einen Moment der Betrachtung. Meine Interpretation? Das Bild drückt spirituellen Dualismus aus. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Und es drückt Unbeugsamkeit aus. Was stimmt mit dir nicht? Das ist er. Gut gegen Böse. Der Dualismus der Menschen. Und Unbeugsamkeit. Das ist schon lustig, ne? Dieses Bild. Es ist so. Es ist.
Boah, ich will noch was machen. Warte, ich jetzt mal hier lang. Vielleicht kann ich ja noch irgendeine kunstvolle Sache hier machen. Ich kann Wein trinken. Absinth, des Künstlers Lieblingsschnaps. Vorsicht, das Zeug hat es in sich. Ich kann ja so einiges vertragen. Offensichtlich nicht so. Boah, wir räumen jetzt hier mal das Buffet aus. Alter. Die interessieren uns nicht, die Sachen. Oh, hier kann man reingehen. Davon redet. Bitte geh. Das ist ein privater Alkoven. Entschuldigung. Oh, hier kann ich noch was leer räumen. Ob das ein Original ist? Cecilia hätte nicht auftreten sollen. Du hättest auftreten sollen. Tja, da hat wohl jemand anders entschieden. Dieser jemand hat keinen Schimmer. Wir wünschen allein zu sein. Bitte geh. Hm. Wir wünschen allein zu sein. Was bitte geh. Wir können ja voll die Sachen mitgehen lassen. Das ist echt praktisch. Haben wir jetzt alle durchgesucht? Hanffaser. Irgendwie habe ich gerade mehr an Hanf gedacht. Du bist sicher, dass es ein Original ist? Okay, also mehr gibt es hier nicht. Dann müssen wir wohl woanders gucken. Geralt rennt erstmal ins Wasser. Schau, der Magier. Ich glaube, er zaubert. Tja. Mal sehen. Der ist ja auch geil, der liegt da schön am Wasser. Okay. Wir fangen hier in dieser rechten Kurve. Schön. Ja, hier steht, genau. Da liegt ein Betrunkener. Es ist keine gewöhnliche Illusion. Der Mann ist ein echter Künstler. Mhm, beeindruckend. Ja, nicht so. Natürlich kriegt sie die Extravagante hier. Nicht stören, kusch, kusch. Kusch, kusch. Das ist die richtige Blüte. Natürlich, eine Orchidee aus Kovir ist der ideale Kontrast zu ihrem Teint. Du bist ein miserabler Künstler, mein Freund. Es dauert nicht lang. Mit mir? Lieg still. Reden nee, mit dem anderen Modell neben dir, Alter. Boah. Geralt, hübsches Porträt. Ui, das ist ja ein tolles Porträt. Den Stil kenne ich doch. Diesen Pinselstrich, das ist Dorian Villes. Die gnädige Dame hat von mir gehört. Ich habe sagen hören, dass Anna Henrietta selbst schon ein Porträt von dir malen lassen wollte. Richtig, einmal hat der Palastkämmerer mir geschrieben, aber leider wollte man meine Bedingungen nicht akzeptieren. Was war denn das Problem? Als der Kämmerer erfuhr, dass ich nur Akte male, brach er den Kontakt ab. Er sagte, er würde nicht wagen, der allergnädigsten Herren so etwas auch nur vorzuschlagen. Ich wollte sie immer malen. Schade. Vielleicht kriegst du deine Chance noch. Richtig unauffällig. Also das Porträt sah echt hässlich aus. Also der... Das hätte sogar ich hingekriegt. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Nein, das weiß sie jetzt ja schon. Mit mir? Trottel. Aber warum? Der Adlige aus Zintra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Zintra? Ah, ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee?
Ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung die Blüte ins Publikum geworfen. Ich habe sie gefangen. Aber ja, den Adligen habe ich gesehen. Wir würden ihn gerne sprechen. Wie sieht er denn aus? Wie viele hier. Groß, dunkel, maskiert. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. Wow. In einer herzförmigen Schachtel. Dann sind sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt. Lol, was war das? Versuche die Tische mit den Erfrischungen mit Hilfe deiner Hexersinne. Das habe ich an einigen Tischen schon gemacht, ja. Sehr betrunken. So, dann rennen wir da doch mal hin. Erstmal die Porträts klauen. Das Empfängnis des Eduards. Könnt ihr das sehen? Das Empfängnis? Ich auch nicht. So. Mein Handy-Ladekabel hier im Weg. Ich habe hier nebenbei mein Handy so am Laden. Aber hier. Die ersten Schritte Mathildas. Die Geburt Ludovics. Okay, das heißt, das ist keine rote Farbe. Das interessiert mich nicht. Ich gehe wieder. Oh, hallo. Ganz normal, ich springe einfach so durch die Gegend. Wie bitte? Boah, Typi, ich muss da hin. Liebesbrief. Ein Liebesbrief, an eine Serviette gepinnt. Ciao. Oh, meine Herzallerliebste. Oh, ein einziger Sonnenstrahl am Firmament meines Lebens. Ich schütte dir mein Herz aus. Seit Wochen werfe ich verstohlene Blicke in deine Richtung, in der Hoffnung, dass du vielleicht einen Bruchteil der Gefühle für mich empfindest, wie ich sie für dich hege. Ich habe lange gewartet und Mut gesammelt, um dir meine Gefühle zu gestehen. Ich hätte auch noch länger gewartet, wenn du auf der heutigen Soiree nicht in Gesellschaft dieses zechen, schwafelnden und angeberischen Weiberhelden Alphonse de Réside aufgetaucht wärst. Als ich sah, wie du von diesem mickrigen Arsch umschmeichelt wurdest, das zerstört den ganzen Brief, wusste ich sofort, dass ich handeln musste. Deshalb ergriff ich zu den besten Waffen in meinem Arsenal, der Feder, um dem gewandte Wort und dem gewandte Wort, ja genau, um und habe diesen Brief an dich verfasst. Vergib mir, dass er auf einer Serviette steht, da ich zu jenem Zeitpunkt nichts Passenderes zur Hand hatte. Oh, du bezauberndste aller Frauen, glaube kein Wort von dem, was er dir ins Ohr flüstert. Er ist schlüpfrig wie eine Schlange und zweimal so giftig. Weise seine Avancen zurück und lass stattdessen uns beide Hand in Hand spazieren. Ich will dich mit Trauben füttern und gemeinsam mit dir das Glück auf Erden erleben. Für immer dein Fabian. Ach, wie schön. Jetzt habe ich den ganz umsonst gelesen. Ich dachte, das ist das. Doch, Hinweis. Das ist der Hinweis. Eine Dosis Fistech. Die Art des Künstlers, seinen Existenzschmerz zu betäuben. Dazu sage ich. Äpfel! Letz vom Schwein. Okay, ich muss hier hinten auch nochmal. Fisch. Wir nehmen rohen Fisch ins Inventar. Eine leere, herzförmige Schale. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Sieht aus, als wäre Parfum drin gewesen. Ein Geschenk. Da hat jemand seine Laute vergessen. Sieht ein bisschen wie die von Rittersporn aus. Seine ist zerkratzt. Er ist damit mal verdroschen worden. So. Genau, jetzt muss ich dem Parfum folgen. Ich finde das cool, dass Geralt hier einfach so Parfum sieht, quasi. Wie gerne ich ihn kennenlernen würde. Schade, dass er nicht alleine gekommen ist. Muss ich dich daran erinnern, dass er auch nicht alleine gekommen ist?
Naja, wir müssen jetzt erstmal hier aufhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.